Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Heute mal auf meinem Rathaus 7 aus ganz aktuellem Grund. Und ich bin fürchterlich eilig hier. Ich habe mich mal wieder ein bisschen verdaddelt. Nämlich, ich hätte fast gesagt, den ganzen Tag verdaddelt. Aber ich war auch große Teile des Tags nach dem netten Livestream hier. Vielen lieben Dank übrigens nochmal, dass ihr echt mal wieder so krass am Start wart. Und den dunklen Zauber kann ich hier noch nicht mitnehmen. Und deswegen hole ich mir hier wenigstens auch Bonus. Wir verlieren hier nämlich. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ich meine, es ist das erste Mal, dass wir dieses Jahr hier verlieren. Und wir leider nicht das eigentlich abliefern, was wir abliefern hätten können. Denn wir hätten hier, ja hätte, ihr wisst das, Fahrradschlauch, natürlich viel besser abschneiden können. Nur wenn hier nicht alle mitmachen oder hier dann mal wieder irgend so ein Honk einfach rausgeht. Das ist genau immer das, wovor ich eigentlich immer am meisten nicht Schiss habe oder so, wenn ich hier jemanden aufnehme, aber wo ich dann halt, du guckst den Leuten ja auch nicht hinterm, du guckst da einfach nicht hinter, deswegen weißt du nicht, na, gehen die hier noch ganz gut durch, ich will mir nur so ein bisschen den Bonus hier sichern, ich denke mal, den werde ich mit meinen Zweierdrachen hier nicht packen, zumal ich von der verkehrten Seite angegriffen habe, das heißt also zwei Luftabwehren hier hinten jetzt, hinterm Rathaus, das geht mal an alle Rathaus 7er, das geht eigentlich gar nicht, ich wollte einfach nur das Rathaus hier erreichen, aber eigentlich ist das nicht die richtige Richtung gewesen. Und wir kommen nämlich jetzt nicht mehr an die Luftabwehren dran. Deswegen kommt man denen entweder entgegen. Aber ich habe jetzt auch gar nicht mehr geguckt, wo der Feger steht. Wollte mir jetzt einfach nur noch den Rest hier holen. Den King lasse ich jetzt auch mal. Den nehme ich mal nicht. Und denn ich muss mit diesem Account noch zwei Level machen. Der soll auf jeden Fall auf Rathaus Level 8 gehen. Und Dunkles zu farmen mit einem Account, mit dem du aber kaum spielst, ist dann schon sowieso sehr, sehr schwer. Ihr seht das, ich bin echt nicht... so super weitergekommen mit dem Kollegen hier. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe ja alle Zeit der Welt, aber trotzdem bespiele ich sie hier und hatte heute auch echt Sorge. Ich muss das mal eben weglegen, dass ich wirklich auch alle Accounts hier schaffe. Und dann verquatsche ich hier noch so ein bisschen. Aber ihr habt es im Bildchen mal wieder gesehen. Ich nenne das mal jetzt extra nicht Thumbnail. Es gibt ja in den Clanspielen jetzt in 2 oder 3 Tagen die dunkle Rune. Und mich würde gerne interessieren, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr im Rathaus 7er Bereich, 8er Bereich, 9er Bereich auch die Rune denn auch nutzt, ob ihr euch da das Lager voll macht oder ob ihr euch sagt, naja, ich werde ja irgendwann sowieso Rathaus 10, 11 und höher, dass ich sie dann erst benutze. Ich bin mir da auch so ein bisschen im Zweifel, auch genau das gleiche mit den Büchern, also 69, 70, war hier knapp, 69, 70. Und das gleiche auch mit den Büchern. Benutze die Bücher. Ich meine, ich trage jetzt schon länger ein Buch mit mir rum. Aber gut, ich habe jetzt sowieso nicht genug Dunkles. Ich guck mal, habe ich jetzt noch was an Bonus eigentlich erhalten? Oh, 517. Okay, ich habe noch, ja, 517, habe aber ein Buch. Und auch das weiß ich nicht, ob ich das in diesen kleinen Rathausbereichen nutze. Aber es kommt ja immer wieder. Und ich kann es ja jetzt in den nächsten Tagen, denke ich mal, wieder nehmen, wenn wir das Clanspiel hier endlich auch mal mit diesem Account gespielt haben. Ich bin echt ein Clanspielmuffel geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Und deswegen könnte ich den natürlich schon schön auf Level 5 dann knüppeln. Mit 17,5. Ich meine, da geht noch ein bisschen was. Wir gucken mal, auf wie viel wir in etwa kommen. Nee, nicht Magic Items, sondern Treasury. Ich habe auch so viel Mauernringe. Das liegt dann auch daran. Oh, wir haben nächsten Erfolg. Oh, kann ich euch nur auch noch an den Tag legen. Haben wir heute Abend darüber diskutiert. Über die Erfolge hier. Hurra, 100 Gems. Das ist natürlich nicht schlecht. Und auf 15 Millionen müssen wir, 100 Millionen, alter Falter. Ich meine, das ist nicht wirklich viel bei Clash of Clans. Und aber immerhin schon mal als Rathaus 7er hier das Ganze einzufahren und jetzt schon mal auf die 100 Millionen hinzuarbeiten, das ist schon ganz nett. Aber dennoch glaube ich hier, das haben wir jetzt immer noch nicht eingesammelt, das sammeln wir eben mal ein. Dann sind die beiden da oben voll. Okay, die lasse ich auch voll, denn ich will das Ding in jedem Fall anstarten. Der läuft auch nur 5 Tage. Also das ist jetzt nicht so wirklich lange, aber die Clanspiele hier sind ja etwas eher fertig. 3 Tage, 11 Stunden. Und deswegen würde ich sagen, ich baue einfach mal noch eine Armee. Nehme auch mal einen Trank hier. Wo sind sie da? Ja, einen Trank kann ich mir mal gönnen, denn ich habe alle Spiele hier verpasst. Ihr seht das, alles schon wieder vorbei beim Toto hier. Ah ne, das ist in Events. Alles vorbei, nichts geschafft. Stream gehabt, anstrengende Woche gehabt. Und liebe Zuschauer gehabt, hier muss ich sagen, tolle neue Abonnenten. Ich freue mich total. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich weiß zwar nicht, wo es herkommt, aber natürlich hat mich das total gefreut, dass ich am 18. eine Folge gebracht habe.
wo ich gerade so die 10.000 Abonnenten hatte und jetzt sind wir irgendwo bei über 11.000. Das ist natürlich wirklich, wirklich krass. Kann ich nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, ob die hier jetzt gleich nochmal starten. Sonst habe ich noch einen coolen Angriff für die Rathaus 7er hier von der Hausfrau, von Hausfrau Uschi. Fand ich wirklich mal nett. Also auch das kann man sich immer mal gönnen. Das müsste der erste, zweite Angriff. Ne, das müsste der erste Angriff gewesen sein. Der erste Angriff, ja, mit Hog Rider auf Level 1, ein paar Riesen, also genau 2. Und 20 Bogenschützinnen. Da kann man ein bisschen mehr mitnehmen. Also ich habe ja jetzt auch beziehungsweise die paar Magier hier mit dabei gehabt. Und einmal kurz einen Riesen vorgeschickt und jetzt musst du ein paar Magier nehmen, sonst die kleinen Bogi schaffen das nicht, sonst musst du 30, 40 mitnehmen. Dann hast du natürlich die Menge an Hogridern hier nicht, aber hier wusste ich jetzt schon, das wird in jedem Fall was. Und da ist mir der King hier auch egal, auch wenn mein King ja noch nicht zündbar ist, kann ich trotzdem so dem King so ein bisschen was entgegensetzen. Der King in der Verteidigung ist immer stärker, komischerweise. Auch wenn 10 gegen 10 kämpft, der in der Verteidigung ist immer stärker als der Angreifer. Das weiß ich immer noch nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Aber hier mit den Hogs auf Level 1 fand ich das nicht schlecht. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht gerade gespart an so einem Angriff, aber hier waren noch keine Sterne drauf. Hier war der erste Hit war mit einem Stern drauf. Und im Backend einfach mal ein paar Loons genommen. Hier aus der Clanburg, auch wenn da jetzt noch eine Luftabwehr jetzt nicht mehr lebt. Die lebt jetzt nicht mehr. Ist eine gute Kombi. Ruhig mit den Loons hier noch im Backend, aber nehmt nicht die eigenen Loons, nehmt besser dann Loons aus der Clanburg, möglichst Max-Truppen oder so ab 6. Ich glaube, die waren jetzt auch nicht Maxed. Brauchte ich hier auch nicht so hoch. Und die können so ein bisschen mit abräumen und können hier die Rest-Defenses machen, falls die Hogs es doch nicht so überlebt hätten. Aber ich meine, das ist auf Augenhöhe hier. Rathaus 7 macht Rathaus 7. Und wie du den machst, ob du den jetzt mit Drachen machst, weil er eine schwache Luftabwehr hat oder aber, ich meine, der hat eigentlich ein cooles Dorf hier da. Die Mauern sind alle fertig, wo die Luftabwehr, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, die eine war noch gar nicht ausgebaut oder auf Level 2, dann ist das natürlich sehr, sehr schwach und deswegen fand ich den Eingriff eigentlich ganz gelungen. Also Truppenkombi könnt ihr euch wegpinnen für Rathaus, finde ich, für Rathaus 7. Kann man auch im Achterbereich so machen, nimmst halt ein paar mehr Loons mit, ein paar mehr Hogs mit, je nachdem auf welchem Level die sind. Und gerade wenn so ein King hier draußen rumtänzelt, den kriegst du immer mit irgendwas. Ein, zwei Magier, King gesetzt, der braucht noch nicht mal auf 2 sein, da reicht ein 1er King. Und dann ist der Essig, dann tut er den Hogs nicht mehr weh. Also, wenn der in der Mitte rumturnt, ist das schon ein bisschen kritischer. Wir wollen mit dem so ein bisschen weiter und dass wir hier gegen die haben wir noch gewonnen, das war unser 5er Winstreak, der ist jetzt leider eingebrochen. Wir können hier auch, wann startet die neue Suche? Das ist eine gute Frage. Wir können hier mal starten, denn auch das war heute Abend mal eine Frage bei mir im Discord. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier als Vize einen Clankrieg starte? Kann ich alle mit, also erstmal grundsätzlich sind, wer das noch nie gesehen hat, das weiß ich auch nicht. Grundsätzlich sind erstmal alle hier grün-rot, das heißt das Ampelprinzip zieht. Aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt sage, ach komm, Prinz, es geht mit, der ist nur faul, der hat nur keinen Bock, dann geht er hier mit, der Thorsten. Aber da ich weiß, dass er irgendwas ausbaut oder irgendwas hat, lasse ich ihn lieber draußen. Und so kannst du natürlich hier auch die Leute mit reinnehmen, die hier jetzt so zahlreich rot sind. Alter Falter, was sind die für rot? 21 Leute nur, das ist natürlich echt mal mau. Muss ich mal so sagen, aber ich kann hier aus den oberen Bereichen jetzt auch eigentlich keinen mehr rausklicken, der hier jetzt nicht mitgeht. Denn alle, so wie ich das sehe, haben hier angegriffen. Ja, das ist ganz gut. Dann lasse ich hier die Inge raus. Ne, die Uschi ist es. Dann lasse ich die Uschi mal raus. Und dann starten wir hier halt einen 20er. Ist nun mal so bisher. Ich glaube, weiß gar nicht. Ich glaube, so kleine Clankrieger haben wir noch nie. Oder haben wir hier eher selten gespielt. 20er. Mal gerade gucken. 30, 30, 40er sogar. 40, 40. Ja. So geht das ganz gut. Wir haben auch ein bisschen Platz hier im Moment und einen Platz habt ihr gesehen, glaube ich, eben in dem Log. Ein Platz hat sich selber freigemacht. Ein Platz geht hier. Ich glaube, der Mäh kommt hier jetzt nicht mehr rein. Der hat hier irgendwo angefragt. Ich muss noch mal ins Log. Sorry, Leute. Denn der holt sich immer woanders seine Truppen ab, obwohl wir hier mit unseren Spendenaccounts auch reinkommen. Aber ich meine, wenn du keine Zeit hast und kein Bock hast auf Warten, dann holst du dir deine Truppen woanders, kommst du wieder rein. Er hat auch geschrieben, ich komme ja wieder, der Mäh,
auch einer meiner Zuschauer, das weiß ich. Aber gut, da habe ich auch kein Herz, der Barbo, King Barbo. Glaubt man nicht, dass ich nochmal einen King Barbo annehme. 98, King Barbo 98. Jo, ich meine, wir haben 2019, also wenn es dann 98 ist, mit 21 oder so, da erwarte ich was anderes, aber ich nehme hier kein King Barbo mehr an. Kein King Barbo, kein Neymar, kein Manuel Neuer und sonst was. Können ja alle draußen bleiben. Pelé würde ich hier wahrscheinlich annehmen. Ich warte mal eben, dass die Truppe fertig ist, also die zweite Truppe, und dann holen wir uns hier noch ein bisschen Dunkles. Oh, Donnerwetter, ein Rathaus 7 mit 1488 Dunkles. Das ist natürlich krass, aber coole Base, muss ich sagen. Da kommt man nicht ganz so leicht an etwas heran. Wo hat denn der Kollege gesagt? Ich gucke nie nach der Luftabwehr. Ich gucke immer, wo ist der Feger? Ich gucke immer, wo ist der Feger? Und mal wieder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, hier hinten ist der Feger. Ah, das ist geil. Den hole ich mir nämlich mit dem King. Den hole ich mir einfach mit dem King. Und da muss ich mal sehen, wie ich hier eigentlich reinkommen kann. Mit den Drachen. Ja, ich weiß, das ist jetzt farm teuer im Rathaus 7 Bereich. Aber da hast du es einfach. Da hast du es einfach irgendwann mal über. Clanburg hat ja auch nicht. Ich glaube, das ist ein Offline-Gegner hier. Will ich mal so sagen. Und die große Frage ist auch immer, wann startet man wie mit seinen Loons? Also ich muss sagen, also ich habe Loons in der Clanburg. Ich starte die immer ganz, ganz spät. Also ich starte die immer sehr, sehr spät hier, damit die so ein bisschen Flugweg haben. Und direkt hier quasi an der Base dann in den ersten Wutzauber reinkommen. Jetzt haben wir hier schon den zweiten. Denn oh, die sind gut postiert hier. Die sind nicht schlecht postiert hier, muss ich sagen. Denn die eine da... Ah, bleibt die wohl über? Ah, ich glaube, die eine bleibt über. Eieiei, das ist so wie eben. Jetzt komme ich nämlich, ich komme nicht ans Dunkle ran, wa? Kommt der eine Drachen noch? Oh, nee. Alter, ich komme nicht ans Dunkle ran. Toto, der war mal richtig Anker. Coole Base, habe ich von Anfang an gesagt. Okay, da, an zwei Luftabwehren komme ich jetzt sowieso nicht mehr dran. Also der war mal richtig Essig. Yo, Drache fliegt nach draußen, alles tutti. Dann kriegen wir jetzt nur einen Bohrer. Und von den 1488 kriegen wir immerhin ein bisschen. Ganz in Sand gesetzt war es ja jetzt nicht. Aber der war schon ganz schön verballert. Also 958 hier jetzt nicht zu holen, das war schon doof. Naja, was willst du machen? Den Rest brauche ich leider nicht. Da spare ich mir das lieber für ein wenig Bauzeit hier. Und ich meine, so kommen wir natürlich 17.700 überhaupt nicht näher, wenn das so weitergeht. Also da muss einfach ein bisschen mehr rüberkommen. Ich kann jetzt noch nicht fordern. Und es dauert auch immer 11 Minuten 24 Games. Das geht gar nicht. Muss ich euch noch mal kurz cutten. Ich glaube, die 17,5 schaffen wir eh nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das Rathaus in jedem Fall anstarten kann. Oha, ich würde sagen, Ehrenbruder oder Ehrenschwester, Little Feli. Keine Ahnung, vom Clan, die Clanritter. Ich nehme mal an, es ist ein deutscher Clan. Und, denn ich habe, ihr seht das, ich habe jetzt schon 17.000 gesammelt. Ich bin noch ein bisschen dusselig. Natürlich habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Bohrer außen so weggesnackt. Oder teilweise haben die Leute ihre Lager auch draußen. Da war ich jetzt auch mal wieder ein bisschen verblendet. Habe gedacht, oh Toto, jetzt muss ich wieder nur mit Drachen angreifen hier. Und ohne Ende hier in die dicken Bases rein, damit überhaupt so ein bisschen was zustande kommt. Nee, ich habe jetzt eben tatsächlich einfach mal nur den King gesetzt. Ein Bohrer weg hier, ein Lager weg da. Das ging dann schon recht schnittig, muss ich sagen. Und das ist allerdings schon ein fetter Achter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da überhaupt bis zum Dunklen durchkommen. Hier setze ich jetzt auch meine Loons. Die habe ich nämlich jetzt so ein bisschen, ein kleines bisschen aufgespart. Und gucken wir mal, wir sind in jedem Fall jetzt schon über den 17.000 drüber. Und dass wir hier noch ein bisschen mehr reinkriegen. Denn ich bespiele diese Accounts einfach zu wenig. Vielleicht nehme ich die auch mal so ein bisschen mit in die Streams rein. Hier den 7er, den 8er. Und mache da einfach mal so ein bisschen mehr. Auch das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das in Ordnung wäre. Manchmal habe ich so das Gefühl, ja, die Leute wollen natürlich ein bisschen mehr High-Content sehen oder auch ein bisschen mehr Rathaus 9 vor allem Content. Ist ja nach wie vor das meistbespielte Rathaus, glaube ich, bei vielen, bei mir ja auch. Ich meine, ich habe 3 Max-Out Rathaus 9er. Der eine muss nur noch ein paar Helden machen und die bespiele ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Immer in Clankrieg, immer in Event. Farm muss ich mit dem einen ja auch noch. Aber das ist ganz gut hier. Okay, die 200, die stecken jetzt irgendwo... Die stecken jetzt, glaube ich, noch irgendwo in der Clanburg, beziehungsweise in der Clan, ja, doch, in der Clan,
Okay, der Clanbuchs sind Bowler. Dankeschön. Da steckt das Dunkle natürlich nicht drin. Da sind jetzt ein paar Bowler. Die holen jetzt einmal aus mit ihren kleinen Steinchen. Ja, nett. Tolle Wurst. Dankeschön. Obwohl, jetzt hat es da einen Drachen da wieder hingezogen. So ein kleines Stück. Aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Naja, okay. Wir können in jedem Fall unseren King machen. Und ich werde den auch, glaube ich, mit dem Buch fertig machen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lasse ich ihn auch laufen. Ich meine, der läuft jetzt echt nicht lange. Der läuft ja nur wirklich ein paar Tage. Ob sich da jetzt gerade lohnt, den jetzt mitzunehmen. Oh, wir haben das Clanspiel hier auch geschafft. Also ihr seht das hier in meinem Log. Nicht, dass ich euch Scheiße erzähle. Ich habe ab und zu mal wirklich nur so ein... Ach nee, das ist das Defense-Log. Attack-Log. Ich habe tatsächlich... Hier habe ich jetzt ein, zwei, dreimal nur den King genommen. Beziehungsweise hier habe ich dann einfach nur mit Drachen angegriffen. Und habe die Clanburg nicht gesetzt. Nur um erstmal irgendetwas zu holen. Also Rathaus... 7 ist schon sehr schwierig und Clanspiele sind mit diesem auch sehr, sehr schwierig, denn mit dem war ich noch nicht einmal im Nachtdorf. Das weiß ich noch nicht. Die Juwelen hole ich mir sicherlich ab, aber ich glaube, wir lassen jetzt den King hier erstmal laufen. Guard, 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 Upgrade. Wir machen mal ein Upgrade. Ich habe 2 Bauarbeiter frei und der läuft ja echt nicht lange. Ne? Ein Tag nur, nee, da nehme ich jetzt kein Buch für. Also ich glaube, da nehme ich jetzt kein Buch für. Ich meine, wenn ihr Bücher nehmt, wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ob ihr das im Rathaus 7, 8, 9er Bereich macht oder ob ihr lieber sagt, mein Gott, einen Tag. Ich glaube, einen Tag kann ich jetzt auf dem auch verzichten. Ich fahre mir jetzt aber mal nach und das Lager 20.000. Ah, das ist auch wieder so ein großer Unterschied. Die dunkle Rune mit 20.000 hier reinzuballern, ist natürlich mehr Verschwendung, als wenn ich die dunkle Rune als Rathaus 12er nehme, der sich das Ding mit 240.000 hochballert. Also das ist schon ein Unterschied. Aber ich meine, in diesem langen Clash of Clans Leben gibt es sicherlich noch wieder irgendwann eine dunkle Rune oder mehrere dunkle Runen womöglich. Und es gibt in jedem Fall mehrere Folgen noch in dieser Woche Clash of Clans von mir. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, Rathaus 7 hat euch heute nicht ganz so gestört. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen reinkommen wieder in die Woche. Bis dahin, euer Toto. Best.